sein, diese zu leben und mit dieser Gemeinschaft füreinander, für gemeinsame Werte einzutreten. Wie geht Solidarität? Dazu schauen wir uns das System der hydraulischen Steuerung an. In dieser Leitung befindet sich Hydrauliköl. Dieser Stempel gibt Druck auf das Öl, wodurch das Öl in der Leitung seitwärts verdrängt wird. Und den Druck an anderer Stelle wieder abgibt und irgendwo anders einen anderen Stempel rausdrückt. Wir stellen uns jetzt vor, dass dies ein Bild für unsere Fabrik ist. Das sind also wir in den Fabrikhallen, die wir dort arbeiten. Und auch hier kommt Druck von oben. Der Stempel symbolisiert jetzt Geschäftsleitung. Ja, und was machen wir? Wir verhalten uns wie Hydrauliköl. Wir machen es meistens wie Hydrauliköl. Wir fahren die Ellbogen aus und geben den Druck seitwärts weiter. Wir geben uns gegenseitig den Druck weiter. Aber das muss überhaupt nicht so sein, denn wir sind Menschen. Wir können uns zusammenschließen. Wenn wir das tun, werden wir stark und können den Druck von unten nach oben zurückgeben. So geht Solidarität. So haben wir alle was davon. Solidarität bedeutet für mich Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Ziele. Solidarität bezeichnet das gegenseitige Füreinander-Eintreten in einer Gemeinschaft. Das ist die Bedeutung für mich. Solidarität heißt für mich Zusammenhalt, gemeinsam alles schaffen für unsere Zukunft und für unsere Kinder. Ohne Solidarität wird es nirgends Gerechtigkeit geben. Deswegen heißt für mich Solidarität immer auch das gegenseitige Versprechen, miteinander für die gemeinsamen Ziele, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Solidarität bedeutet für mich, gemeinsam stark zu sein, um für gemeinsame Interessen einzustehen und Ziele zu erreichen.